Jo, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In der letzten Folge, ja, da haben wir mal bei Hamilf vorbeigeschaut, um zu gucken, ob Rushogul nicht alles und jeden da getötet hat, wie beim letzten Mal. Aber ja, ist doch der Fall gewesen. Jedenfalls, wir sind jetzt im Aladisi-Hafen, um zu gucken, ob einige Überlebende aus Hamilf hier sind. Und Jude erklärt mal Lago aus Valkyria Chronicles, weswegen wir hier sind. Ich verstehe. Vielleicht war es ja das Schicksal, das uns hier heute zusammengeführt hat. Wir werden unser Glück in Hamel versuchen. Seid ihr sicher? Um ehrlich zu sein, nein. Aber solange meine Familie und ich zusammen sind, geht es uns gut. Außerdem sagt meine Frau immer, dass ich passiv bin und sollte anfangen, Herausforderungen anzunehmen. Aber Mutter sagt auch immer, dass sie es liebt, wie gelassen du bist, Vater. Lorelana, was? Lorelana, sei still! Ihr seid ja die komischen Leute. Aber es scheinen gute Menschen zu sein. Hahaha. Hier, nehmt das hier als Dank für eure Hilfe. Was für Hilfe. Aber auf, dass wir uns eines Tages wieder begegnen. So, 5000 Gold. Schieberohren. Okay. Ach, hier, von diesen. Tut mir leid, Alvin. Nein, irgendwie nicht. Was ist denn ein Schieber? Ein Haus nehmen wollen. Du kannst aber nicht mit Hunden sprechen. Bleh. Schieber. Schieber. Ich glaube, das ist Hund, oder? Irgendeine Hundeart. So. Ja, das war schon wieder von hier. Hat ja sehr. Wir haben auch wirklich Geld bekommen, ne? Ja, wir haben wirklich Geld bekommen. Na gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen nochmal zurück nach Hamil. Oder? Hä? Wir gehen zurück nach Hamil? Und ja. Was? Ach so, das ist einmal okay. Hey, da glitzert was. Glitzer, Glitzer. 5 Gold. Geil. Sieht aber nicht so aus, als wären die Typen jetzt hier. Oder? Vielleicht sind die ja hier im Bürgermeisterhaus. Nö. Ja, toll. Ich wollte schon. Ach, da bist du ja. Ha, 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 ha. Hey, das ist Loren. Und Larina oder Lorena. Das sind doch diese letzten Leute, die uns von diesem Dorf erzählt haben. Schön, euch wiederzusehen. Warum? Was macht ihr beiden da? Das hier ist so ein wundervoller Ort. Wir fühlen uns hier so wohl, dass wir beschlossen haben, zu bleiben. Und es ist so schön, wieder Nachbarn zu haben. Und es ist so schön, wieder Nachbarn zu haben. Loren war so nett und hat für alle, die getötet wurden, Gräber geschaufelt. Ich weiß nicht, ob ich das alleine hätte tun können. So wie unser neuer Freund hier hat aber unsere Familie keinen Ort, an den sie gehen kann. Aber gemeinsam können wir dieses Dorf wieder aufbauen. Bitte lasst uns wissen, ob wir irgendwie helfen können. Nun, da ihr es angeboten habt, könntet ihr uns dabei helfen, eine Kuh zu finden? Okay. Ich glaube, wir haben ein paar Kühe in Nyakera gesehen. Klar, ich glaube, ich weiß, wo wir eine finden können. Ich werde mich darum kümmern. Das wäre großartig. Wenn wir Kühe zum Melken hätten, könnten wir alle möglichen Dinge herstellen. Wie sollen wir eine Kuh von. Ich werde mich überraschen lassen. Okay, Nyakera. Kein Ding. Dann tragen wir mal eine. Ja, Elvin kann die Kuh schleppen auf den Rücken. Kann er ruhig machen. So, da ist eine Kuh. Geil. Eine Kuh. So, du kommst jetzt mit. Oh, da war. Oh nein, da war Ivar. Was macht er da? Stimmt, er sollte von hier verschwinden am besten. Ich werde wieder meine dunklen Schemen schmieden. They came here looking for you. They claim to be acquaintances of yours. Don't you remember us? We all played together when we were children. Ah. Oh, of course I remember. Are they the ones that gave you the glass bead?
That's right. We heard rumors of a village that worshipped Maxwell, and we came to see ourselves. We really wanted to see you again. Now that I think about it, I do recognize your faces. It was so good of you to come. I'm pleased as well. Lady Mila doesn't get nearly as many worshippers as she deserves. You guys should catch up. We can entertain ourselves for a while. But... that would be great. Maybe we could chat about the old days, for old time's sake. Go for it. Very well, then. Come, let us talk at my shrine. I guess we'll just hang out at Ivor's house, then. Good idea. Hey, you can't just invite yourself over like that! Although, naturally, my house is always ready to receive visitors. Here, I'll prove it to you. Ich bin da eigentlich nur wegen der Kuh, ja. Mal letztes Mal bin ich wegen Drachen irgendwo hingegangen, jetzt für eine Kuh, immer lande ich irgendwo anders, Mann. Wow, you really do keep this place tidy. What would you charge to clean my room? It's all part of a handmaid's duties. And now I'll show you how a handmaid makes tea. It'll be just a moment. Don't go anywhere. Thanks, but you really don't need to. Oh, hi Mila. Back so soon? Yes. We said all we had to say. Don't tell me they confessed their true feelings for you. In fact, they did. Really? Wait, hold on. Don't worry. My path has not changed. Yeah, I trust you. All right. Back to it then. Alright, twerps. Soon you'll be feasting your lips on the greatest tea you've ever tasted. And you'd better appreciate it, because... Huh? Where'd they go? Ah, all that premium tea wasted! This is going on your list of crimes, phony! Nein, jetzt hasst er uns noch mehr. Warte, ich trinke einen Tee. Gib mir Tee. Ich werde nicht vergessen, wie du mir verletzt hast, du Schwindler. Nein. Ich dachte, wir reden hier über Tee. Okay, ich bin immer noch wegen einer Kuh hier. Ach, wartet, wenn ich irgendwann das Schweininchen da suche, von Cannaba oder wie auch immer, oder Cannabis oder wie auch immer die Stadt hieß, dann finde ich bestimmt auch wieder vollkommen andere Sachen. Werde ich voll in den Bosskampf verwickelt und so. So, ich bin wegen einer Kuh hier und eine Kuh will ich haben und da ist eine Kuh und du hast ein Ausrufezeichen. Ich glaube, du bist mit der Kuh verbunden. Ihr wollt, dass ich euch eine Kuh nach Hamil schicke? Wenn ich damit fürs Max und ihre Gefährten helfen kann, tue ich es gerne. Ihr werdet einen sehr lebhaften für euch aussuchen und sie nach Hamil schicken. Ich werde eine sehr liebreiche egal. Ich kann nicht lesen, Ende. So. Finde ich gut, dass wir immer so viele Ereignisse erledigen. So, ich will ja alles zeigen von diesem Spiel. Ah. Oh, du hast einen Shop errichtet und... Mein Gott, die Kuh ist schneller hier gewesen als wir. Wie hast du das gemacht? Cooles Piercing. So. Oh, da glänzt was. Okay, ich habe eine Kuh besorgt. Und die sind immer noch am Tanzen. Vielen Dank, dass ihr die Kuh für uns gefunden habt. Vielen Dank, dass ihr die Kuh für uns gefunden habt. Es ist nicht sehr viel, aber nehmt dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Mutter hat diesen Käse einen Topf aus Kuhmilch gemacht. Er ist sehr lecker. Wahoo, das klingt wirklich lecker. Mhm. Ist alles in Ordnung, Lorne? Oh ja, es gibt da nur eine Sache, bei der ich eure Hilfe gebrauchen könnte. Na gut. Für dich tue ich alles, Lago. Wir bauen jetzt Dodorienfrüchte an. Wir hatten gehofft, dass diese eine der Hauptanbausorten in Hamil werden könnte, sowie Porangen und Napfenfrüchte. Die Frucht ist köstlich, aber die Schale ist hart wie Gusseisen. Niemand will eine Frucht kaufen, die es nicht öffnen, die er nicht öffnen kann. Dodorienfrüchte? Ich glaube, mein Vater macht eben eine Nachspeise daraus. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass er Probleme dabei hatte, die Schale aufzukriegen. Wirklich? Wenn ihr herausfinden könntet, wie man die Schale aufbekommt, sagt mir Bescheid. Wenn wir meinen Vater in Laurent fragen, kann er uns sicherlich sagen, wie es geht. Na gut, zum Glück haben wir... Oh, Ohrringe. Geil. Zum Glück haben wir ja gar keine Zeit gerade und sind überhaupt nicht beschäftigt, also gehen wir nach Laurent. Wenn ich jetzt wieder in eine andere Quest reingeballert werde, ne?
So, Gasthaus hier. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder eine vollkommen andere Quest. Nein, make me a sandwich. Bekommen in den Laurent hinten. They serve food at the Laurent Lodge, you say? Yeah. Leia's dad is probably the best cook in town. If you like, you can come try it for yourself. I don't think you'll be disappointed. I'm certainly interested. Na gut, aber erst hier. Du bist echt der Papa, kann das sein? Dodorienfrüchte? Das ist wirklich eine harte Nuss. Nicht einmal meine Frau bekommt sie mit Gewalt auf. Sie schmecken sehr gut, aber nicht viele Menschen bauen sie an wegen ihrer harten Schale. Man bekommt sie aber ganz einfach auf, wenn man sie mit einem Eisart einfriert. Das Beste daran ist, dass das Eis die Frucht im Inneren zu Sorbet umwandelt. Das wird zum perfekten Nachtisch. Wie soll ich denn das machen? Hä? Wie soll ich denn jetzt... Ja, Eisart haben wir gar nicht, oder? Über die Mission hinaus. Also haben schwarze Federn, Teufelsbeste, ach so. Geschichte von Aujur. Zustand unserer Welt. So, schalten richtig Gruppe an die Bermir-Schlucht. Eine Art ein, dass die Änderung von Geister. Allerdings wird es noch dauern, bis das ergeht. Rosa und niedlich. Melde dich bei Loren in Hamel, okay. Na gut. Wir gehen zurück nach Hamel. Machen wir mal eine Rundreise hier. Solange wir merkwürdiges Zubehör bekommen. Ja, ich mache ja was zu essen. Nein. Wir haben eine ganz einfache Art gefunden, wie man Dodorienfrüchte schälen kann. Einfach. Man muss sie nur mit einem Eisart einfrieren. Das verwandelt sie in ein Sorbett. Das ist brillant. Wenn sie eingefroren sind, kann man sie außerdem leichter transportieren und auf der ganzen Welt verkaufen. Ich werde ein paar Leute einstellen und sofort mehr davon anbauen. Nur so, das ist eine großartige Idee. Ich kann euch gar nicht genug sagen, wie dankbar ich bin. Dank euch und Lorenz Familie wird meine Heimatstadt wieder aufblühen. Es war uns ein Vergnügen. Es fühlt sich gut an, dem Dorf geholfen zu haben. Ja. Mini-Zylinder. Und 100 Gold. So, ich glaube, jetzt haben wir erstmal genug hier erledigt. Muss mal gucken. Kann ich jetzt vielleicht andere Sachen... Na, hä? Nö. Na nicht. So. Wo kommt ihr auf einmal her? So, kann ich hier hingehen, ohne dass was passiert? Ja, okay. Dann... Ja, was dann? Ereignisliste. So. Na, gucken wir mal, was gibt es denn hier noch zu erledigen? Hilfe von Anjou, der Zustand unserer Welt. Achso. Schwesternschaft, trotzdem der Besorgung. Mutter und Kind. Na gut, werden wir schon drüber stolpern. Na gut, dann würde ich aber sagen, das war's dann für heute von Let's Play. Ach, warte, Sekunde. Wir haben noch hier einige. Glücksobjekt, 10%ige Chance, ja. Nehmen wir hier Windschutz oder so weg. Das Glück braucht dann nur 2. Hier haben wir alles, ne? Mila hat, glaube ich, auch alles. Ron, Elise. Leben hoch, hallo. Windschutz hier, weg damit. Ach, haben wir. Oh, wir hatten noch genug. So, moralische Unterstützung und... So, jetzt müssen wir alles haben. Na gut, Brams. Dann würde ich sagen, das war's schon wieder für diesen Part. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia. Ich bin euer Moderator, Daniel LP und ich verabschiede mich. Tschüss!